and this is dubstep. Ja, hallo liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück hier auf den Richtfeldern von League of Legends. Heute bin ich mal mit Caitlyn unterwegs, der lieblichen AD Carry Dame, mit Jayceric, unserem Jungler auf der Sejuani. Ja, jetzt bauen wir einmal hier Dorans Klinge, Wards und einen Healpot und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Wir spielen auf der Botlane gegen eine Jinx und eine Morgana mit meiner Leona noch als Supporterin. Wird tricky, muss ich sagen. Ich habe eine gute Range, das ist mein Vorteil. Die Engages von Leona könnten manchmal in die Hose gehen. Und Shaco scheint gerade echt beliebt zu sein. Ich hatte vorher mal Offscreen ein Spiel gespielt. Da war ein Shaco dabei. Dann hatten wir nochmal ein Spiel gespielt, da war ein Shaco dabei. Also ich weiß echt nicht. Muss ich mal die Patch-Notizen mal ein bisschen durchlesen. Set geht Boss Deep. Yo. Finde ich okay. So, ich nehme meine Q zuerst. Token my Q. So, habe ich also keine Traps. So, Shaco. Der war früher, ganz, ganz früher, ich kann mich noch erinnern, Season 2 und Season 1, da war richtig, richtig, richtig oft auf den Richtfeldern zu sehen. Season 3 überhaupt nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben. Und jetzt Season 4 habe ich den jetzt am Ende gesehen, muss ich sagen, und sonst auch nicht mehr. Was ich sehr selten sehe oder so gut wie gar nicht, außer ich spiele es selber, ist eine Sejuani als Jungle. Ja, Sejuani wird unterschätzt, definitiv. Ich meine, Shaco ist wahrscheinlich auch unterschätzt worden und let's win this. Und zack. Garen gegen Bully. Das ist ein gutes, ausgeglichenes Team-Kombo. Zed gegen LeBlanc, wer burstet zuerst, ist hier die Frage. Und, verdammt, kriege ich nicht mehr. Oh, da war ein Leck. Oh mein Gott, ich will dich, Jinx, ich will dich, bam! Ah, Leona. Ich dachte, du nimmst dir diesen. Egal. So, sinnloses Hin- und Hergeklicke. Als AD Carry normal. Den holen wir uns auch, den Last Hit. Dann schnappen wir uns den hier. Nehmen unsere Falle. Stellen sie, ich wollte es eigentlich nicht hier machen. Ich hab noch meine W auf Smartcast, merke ich gerade. So, wir nehmen uns den hier. Zack. Und nehmen uns den da. Oh. Und zack, den hier auch noch. So, das AD Carry ist immer sehr wichtig. Also, ich muss immer sagen, AD Carry ist nur so gut wie sein Supporter. Ist sein Supporter phänomenal, ist der AD Carry eigentlich schon so gut wie der gegnerische, so gut wie von der Lane gefegt. Kriege ich noch, gut. So, negativ. Guck. Guck. Passt, die Flashes sind draußen. Gut, wir haben uns Source benutzt, aber das akzeptiere ich, das war ein guter Trade für uns. So, einmal den hier. Oh, verdammt, den habe ich verpasst. Ah, auch, verdammt. Leona ist böse. So, wir machen hier noch eine Falle rein. Und farmen mal schön weiter. So, hier wieder mein Standardwort. Die Leona möchte zwar wahrscheinlich auch da drüben warden.
So, und wir nehmen den hier. Werden dann sogar hier nochmal Shaco ist Midlane. Der wird eventuell jetzt sogar Botlane kommen, weil wir haben schön gepusht. Shaco, maybe Bot or Top. Hab du mal ein Auge auf die Top Lane? Vielleicht kommt Shaco auf die, ja, hier, Top Lane. Ja, ich habe Top-Lane gewardet mit zwei Wards, also die ist sicher. So. Ja, das war richtig fail von mir. So, die Morgana, die will auf jeden Fall engagen. Die guckt schon immer, wo ist eine Lücke? Wie kann ich am besten. So, wir warten hier mal geschwind. So, gut, die pushen jetzt also gerade ein bisschen. Shaco dürfte da nicht auf der Botlane sein, es sei denn, macht einen wilden Bushgank machen. Wir dodgen dieses. Lassen zum Tower. Ah, zur Erleichterung für mich, sagt einfach Bescheid, wenn ihr eine Gank braucht, weil dann kann ich mich auf zwei Lanes konzentrieren und gebt einfach Bescheid. Ja, kein Thema. Ich meine, das ist das Praktische bei TeamSpeak und all den anderen Möglichkeiten mit dem Team zu kommunizieren. Genau. So, wir schnappen uns den hier, wir schnappen uns den hier, leveln unsere Q wieder hoch. Zack und verdammt, den habe ich nicht bekommen. Trappen hier. Jawohl, den habe ich auch noch bekommen. Auch noch bekommen. So, wie schaut Midlane aus? Oh, nice, der hat Ulti, du Nein, bist aber fuck. tot. Wenn jetzt LeBlanc noch stirbt, nein, tut sie nicht, schade. Dafür hat er zu wenig gemacht. Der sehe ich nicht, der Jax, der, nein, der Zed möchte dauernd Hilfe und er tut nichts, er steht einfach nur rum. Ja, viele wissen es auch gar nicht. Der Jungler, man kann es als Jungler engagen, ja. Aber. Das Schlimme ist halt, ich habe halt gewartet, dass er was macht und er hat nichts gemacht. Dann habe ich halt zwangshaft engaged, worauf er hätte zurennen können. Aber dann rennt er vor und rennt wieder weg, weil für mich ist das nicht gut. Weil ich dann So. nicht weiß, was er braucht. Genau. Wir haben gerade die Q von der Morgana gedodged. Wow, my bad, my bad, my bad. Sorry. Ich bin in die E von Jinx reingejumpt. Ich komme mal zu euch einfach runter. Na, die Jinx ist jetzt gerade weggegangen. Ja, aber ich kann den Ward hier schon mal reinstellen. Ich meine, gegen Shaco. Immer nützlich. Ja, ich habe jetzt mein BF-Sword. Shaco ist Top Lane. Ja, konzentriere dich hauptsächlich mal ein bisschen auf Top Lane und Mid Lane. Wir versuchen ein bisschen Bot Lane zu halten und ja. Ich kaufe sogar noch eine Ward. Got a Ward. Die 75 Gold, die. Nice. Sie hat hier schon ihren Sidestone. Die hier. Jinx. Wie viel Farm hat die denn? 37 zu 70. Ja, die ist outfarmed. Wobei die Morgana, die hat. Gut, die hat jetzt. Bisschen Farm und Juno geklaut. So. So,
Wir haben gerade die Jinx richtig schön weggeräumt. Das Gute war, die Morgana ist in meine Trap gelaufen, so konnte sie denn die Ulti von mir nicht blocken. War gerade richtig gut von mir und die LeBlanc macht gerade Frag gerade unser Team. Warum hat Volibear die falsche verfolgt? Das verstehe ich nicht. Das hat mich mein Leben und mein Blue Buff gekostet, aber dafür hat mir jetzt Volibear. Good job. Akzeptiere ich, nehme ich gerne hin, passt. So, wir wissen jetzt nicht, wo Shaco ist. Könnt ihr eventuell auf die Botlane kommen? Oder meinen Raid gerade machen, da gucke ich nach. Ich werde mal über die Dragon Pit eine Ward stellen. Ich werde auch bald eine Lila Ward kaufen. Kannst du hindashen? Nein, erst jetzt. Fuck, 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 bleib noch im, bleib noch im, bleib noch, bleib, bleib noch, bleib, bleib. Ich will, brauch die Sicht, ich brauch die Range, ich brauch die Sicht. Verdammt, hätte noch Sicht gebraucht. Okay. Damit ich Ulti einsetzen könnte. Der Set, der hat. Ah, das ist natürlich typisch. Jetzt ist der Jungler schuld. Gut, wenn sie jetzt unseren Tower down machen, haben sie selber ein Problem, dann kann ich die Lane freezen. Also, das ist natürlich. Der Set, der sollte ein bisschen vorsichtiger spielen gegen eine LeBlanc. Ist ja allgemein bekannt, wie heftig die ist. So, ich werde jetzt die Lane freezen und dann die Jinx hat 51 Farm. Den schnappe ich mir nochmal direkt so. Verdammt, mein Fehler. Leona kommt Mitte, zu dir zu Hilfe. Oh Gott, okay, ich push. Ah, puh, die Jinx war da auch. Ja, die kommen alle, die haben einen Tower down. Ah, okay. Ich komme auch am besten. Ja, und so, warum geht unser Wulibär weg? Komisch. Naja, wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen und versuchen. Oh mein Gott, dieser Garen. Scepter. Und dann komme ich mal mit Lane. Vielleicht können wir irgendwas reißen. Der Flash war nicht so. Ja, aber ich. Das war einfach das Problem, dieser. Ich weiß nicht, wie stark er ist. Ich mache keinen Schaden. Ich bin ja Full Tank und da habe ich dann Probleme. Der Shaco macht jetzt auch noch keinen Damage. Ui, da fliegt was an mir vorbei. Ja, da kommt der Burst raus und der Set, der macht wieder mal nix. Und der Volibear, der, oh mein Gott.
Also, da finde ich es schon mehr als nur beleidigend, dass der Set mich Noob genannt hat. Ja, ich glaube, dein Headset, dein Mikro schuppt wirklich ab. Ich höre dich auch wieder nur noch auf einem Ohr. Okay, hörst du mich jetzt wieder besser? Jetzt höre ich dich wieder normal. Ah, okay. Ja, dann lag's wegen der Einstellung. Ich hab's gerade wieder verbogen. Lag's einfach nur Richtung. Wenn du mich jetzt wieder hörst, dann ist es, dann liegt's nicht am Abschmieren, sondern was für ein Lacker das Set doch ist. Ja, ich gehe dann auf die Top-Lane, der Volibear stirbt mir sonst. Good job. Ja, ich hab's gerade so hinbekommen, dass er den Kill bekommt. Ja, den hat er gebraucht. Die 400 Gold hat er gebraucht. Wir gucken einfach das mal weiter. Das Spiel noch drehen. Set, es ist echt super, dass du meinen Farm gerade nimmst. Oder mein Headset stirbt ab. Ich weiß es nicht, weil ich mal auf. Das wäre echt negativ. So. Oh, da will eine LeBlanc mich Ich habe leider fressen. keine Ulti, ich kann nur rein dashen. Nee, wir killen sie nicht. Wir hauen ab. Oh, dieser Sad. Hab sie mit dem Dash doch erwischt, wann bekomme ich keine Assist? Vielleicht hast du Dash ran. So. Ihr seht, ich rede gerade relativ wenig. Also die Carry muss man sich einfach doch ein bisschen konzentrieren. Und ein bisschen gucken. Das Positioning soll stimmen. Man sollte immer warten, bis dein Team relativ engaged hat. Und immer schön ja, hinten stehen, ja. Es gibt viele AD-Carries, die können nicht abwarten, mal reinzugehen, Damage zu machen. Wartet ab, bis ihr, ja, die Chance habt, bis euer Team, bis der Damage vom Gegnerteam auf eure Tanky-Team jetzt aufgeteilt ist, ja. So, ich gehe wieder auf die Botlane, werde wieder pushen, werde ein bisschen farmen. Und die, ja, wobei, wenn die jetzt hier die Midlane ein bisschen pressuren, dann brauche ich auf jeden Fall tatsächlich ein bisschen Hilfe. Die LeBlanc wird wahrscheinlich instant auf mich drauf jumpen. Geh drauf, Alex. Nice, der Wulibär hat geschlafen. So ein Vogel. Ja, ich habe jetzt alle meine Verlangsamungen schon draufgehauen mit Freeze und etc. Ich habe keinen Mana, das ist mein Problem. Ja. So, lol, der schafft es tatsächlich noch jemanden zu killen. Krass. LeBlanc kommt Top Lane. Oh, das war natürlich gut, Job. Ja, jetzt kommt der LeBlanc und Fristen. Ja, aber immerhin, wir haben. Ja, okay, wir haben einen 2 für 2 bekommen. Ja, es geht. Aber ich glaube, es sind sogar meine Kopfhörer, die gerade ein bisschen. Die habe ich aber, Ja, die habe ich also erst neu was? gekauft. Das wundert mich. Gehe ich, glaube ich, sofort mal. Müssen sie mal runter? Nee, ich gehe sie reporten. Genau. Reported wegen Flame. Nur Genau. auf einer Seite. So, wir gehen wieder Midlane, werden hier noch eine Trap beim Blue Buff in den Busch stellen. Zack. Oh mein Gott, das ist eine Morgana. Die Morgana, die beginnt echt mich zu nerven mit ihrem Roam. Gut, macht unsere Leona auch, ist gut. Ich bin halt immer so am Midlane und hin und her gucken, dass ich vertraue denen nicht so direkt. Der Flash war unnecessary. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Nee, das schaffe ich auch nicht mehr. Ich hole mir den Red, wenn er noch da ist. Ja. Wir pushen jetzt einfach ein bisschen. So, zack. Schnappen uns Geh danach. den, den und den. Um.
So, und dann pushen dann ein bisschen. So, wir haben das Problem. Wo ist... Wo ist LeBlanc? Nein, in der Mitte. Okay, passt. So, benötigst du einen Blue Buff? Du kannst ihn nehmen, wenn du ihn möchtest. Ah, okay, die kommen. Brauch ihn gerade nicht. Ich komme jetzt Mitte. Oh mein Gott. Ja, okay, ich komm zum Blue. Ich sehe schon, ihr braucht da Hilfe. Oh. Hat er. Nee. Ich bin raus, ich habe keinen Mana. Oh, Gott sei Dank hat die gefailt. Ich werde flashen. Naja, ich komme von unten. Oh mein Gott. Ja, ich... Achtung, LeBlanc kommt ja, von oben. Ja, die LeBlanc, die wird von oben kommen. Gott sei Dank hat nur die... Ich hab hinterher geflasht. Oh Mann, jetzt laufen alle hinter der Falschen hinterher. Du, es war gut gesehen. Muss ich dir lassen, war super gesehen, habe ich sogar nicht richtig gesehen. Ja, das ist wegen dem Buff unten dran, der war schön rot. Passt, du hast es gelernt, finde ich gut. Und da kriegst du, wunderbar, perfekt, super. Also ich, so, wir kaufen uns ein paar Items. Ich gehe Botlane pushen. Ja, ich gehe auf die Toplane und push da ein bisschen, so. Ich mein LeBlanc ist gerade tot. Genau. Aber es war ein richtig schöner, War problematisch, dass die, ich hab die Rocket, ich hätte eigentlich die Rocket dodgen müssen irgendwie, aber habe ich nicht gemacht, weiß ich nicht wieso. Kann man... Der Garen, der roamt dir, der rollt da echt durch, das ist doch Wahnsinn. Ah, dass der so stark geworden ist, da, puh. Anstrengend. Ja. So... Ja, ich muss den einen Push noch machen, dann gehen wir zurück. Ich weiß nicht, warum der Volibear da so ängstlich ist. Ich habe alles unter Kontrolle. Klar, natürlich, der vertraut mir jetzt nicht, weil er da oben so verkackt hat. Das kennt man sicherlich bei einigen. Da ist man dann meint, oh weia, fuck, besonders vorsichtig sein. Klar, man muss vorsichtig sein, Vorsicht. Aber da war es jetzt wirklich sicher. Genau. So, die LeBlanc wird wieder Midlane roamen. Ich werde mal hier eine Ward reinstellen und eine Trap. Da ist ein Shaco. Ah, hat er sich den Red geholt. Okay, ich hab ja sein. Okay, ich komm Midlane. Ich hab Ulti, ich komm direkt Midlane. Ich krieg dich weg, du Bitch! Na komm schon, Jinx. Oh mein Gott, das ist ja mal... Oh mein Gott, das Festketten ist ja mal laut. Laut, sag ich lang. Laun. Los, ich tanke. Nee, du bist zu non-tanky. Boah. Schade, ja, du hast den Tower. Turrets über Kills, ja, wichtiger Aspekt. Vergessen viele, Turrets sind einfach besser, man hat mehr, mehr Control über die Map. Dann, wenn man ein Turret weg hat, hat man mehr Control über die Map, kann mehr roamen, kann mehr Traps stellen, etc. Okay, mal sehen, ich habe 2, 5, 8, 8 Assists, das ist gut als Jungler, 2 Kills und nur 5 Tode. So... Was auch wichtig ist, viele sehen nur die Kills vorne. Es sind auch die Assists wichtig. Besonders für den Jungle und für den Support. Auch auf der Top. Das hat jetzt niemand gesehen. Fail, Alter. Ich mach meine Kuh in die falsche Richtung hier. Oh mein Gott. Ich
hab's auch nicht gesehen, auch wenn ein Bildschirm direkt. Einer sollte Midlane deffen, ich muss mal backgehen, ich hab ja, wieder. Ja, klar, kann ich. Ich schau 1-6. Bei meinem Red nach. Dann. Das ist kein Problem. So, einmal den hier. Dann gehen wir mal auf Boots und ja. Ah, der Wolibär, der hat jetzt. Ja, der Wolli soll einfach nur abhauen. Der soll einfach nur abhauen. Ja, ich renn zu ihm hoch, ich renn zu ihm hoch. Ich hab Ulti ready. Das ist nice, das. Oh, der entkommt. Nice, der entkommt. Da ist eine LeBlanc. Achtung, 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 weg, 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 weg. Im Sprung. Ich fand das einfach nicht so lustig, Entschuldigung. Oh. Den nehme ich mir doch gerne. Auf dem Botlane Tower. Ich bleib hier auf der Toplane. Ich pfeife mir mal so geschwind zwei Healpots rein, dann geht das. Ja. Ja, genau, Leon. Da wollte ich dir gerade vorschlagen. Benutzt die Ulti. Brashers ist weg. Oh mein Gott, ja. Fuck, jetzt kommt die. Ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Seth kann reingehen. Seth, geht doch rein. Ah, der hat keine Ulti. Nevermind, mein Fehler. Okay, ich werde jetzt hier Probleme haben. Ja, das war mein Fail. Okay, puh, ich habe die LeBlanc gerade so noch bekommen. Oh mein Gott, ich... Oh mein Gott, my bad, my bad, my bad, my bad. Oh mein Gott, das war richtig fail von mir. Wir brauchen ein bisschen Speedo, Speedo, Speedo. Ja, das war ein bisschen zu greedy. Aber der Damage kommt. Der Damage ist auf jeden Fall da. Ja, so, wenn einer von euch ihn haben möchte, den Blues, sonst hole ich ihn mir. Ich mache ihn mir. Habe ich mir weniger Cooldown auf meiner Ulti. So, das Problem, wo es natürlich ist, ist Shaco. Die machen Dragon, der macht gerade Dragon. Ja, und da haben wir noch eine Ward am Blue, die mache ich erstmal kaputsch. Ja, mach die erstmal weg, dann komme ich zum Blue Buff machen mir. So, 5 Minuten, wir haben 33, 58 Dragon Timer. Shaco wird wahrscheinlich hier stehen, also aufpassen. Ja, da ist er auch schon. Mit Morgana und Co. Ja, da reinzugehen ist. Ja. Knapp. War jetzt nicht gerade so gut, dass man da reingeht. Ah, okay, ich war der Meinung, Leona. Ach, die hat gar keine Ulti mehr, okay, sorry. Doch, die hat Ulti benutzt, aber es war trotzdem Nonsens. Wir hatten nicht direkt viel Vision, ich war nicht direkt dabei. Und jetzt müssen wir gucken. Ich meine, ihr habt jetzt zwei bekommen. Ja, das ist okay, also das akzeptiere ich jetzt auch. Also jetzt ist es okay. Ja, du hast recht. Normalerweise sowas nie machen. Das war jetzt echt geniales Teamplay von unserem Team. So, ich muss jetzt aufpassen, dass mich die LeBlanc nicht rausfokust. Okay, die benutzt ihr. Und da kriegt die Leona. Nee, passt. Nehme ich auch in Anspruch. Und da kommt eine Jinx, die mal geschwind gefistet wird. Und bam, wir haben sie gekillt mit einem Ass. Wunderbar. Ich werde hier noch schön die Minions killen. Zack. Und wir können sogar noch einen anderen Tower pushen. Genau. So, Morgana lebt. Garen lebt. Shaco lebt. Und zu spät, wir haben den Tower. Genau, jetzt gehen wir schön back. Ich nehme noch meine E ein bisschen Speedo. Und wir werden zurückgehen. Und ich ward Baron mal, weil jetzt könnten sie ziemlich böse werden. Sauer. So, dann ward ich mal hier geschwind den Busch. Zack. Werf eine Trap noch auf mein Ward drauf. Und werde dann hier zurückporten. Ja, ich muss sagen, es ist auf jeden Fall gerade ein angenehmes Game. Die Leona ist ein super Supporter, muss ich sagen. Die weiß, wann sie drauf zu gehen hat. Weiß, wie sie spielen muss. Hat Ahnung. Der Wolibär ist zwar nicht so gut in 1 im 1-on-1, aber im Teamfight macht er alles wieder wett. Also wunderbar. Ja, das stimmt. So.
Das auf jeden Fall. So, der Garen ist halt ein bisschen ein Problem. Wenn der mal durchlollt mit seinem Lollwirbel, könnten Probleme Genau, Tanky, der entstehen. Tank kommt gleich. So, wir farmen ein bisschen. So. Ich werde mir dann noch die Wölfe gönnen. Hier mit dem Set mal nach oben. Okay, wenn das Set nicht möchte, Nee, klar. das ist okay. Der soll Split pushen. Also mal eh in der Ki Teamkampfphase, da ist das Ganken nicht mehr so ganz vorne. So, wir versuchen auf jeden Fall nicht zu engage und fresst nicht so viel Damage. Das ist mir gerade wichtiger. Naja, keine Sorge, also ich habe ein dickes Fell. Beziehungsweise der, das Wildschwein. Interessant, dass das ein Wildschwein ist. Set geht oft. Oh. Ja, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Das war mein Fehler von dem Positioning her. Ich habe mich trappen lassen. So, ich brauche. Verdammt, der Zed. Zed hat das nicht bemerkt. Nee, Zed ist auf Botlane gegangen zum Pushen. Der Zed geht jetzt aber back zum Turret. Oh, shit. Okay, das Ja, ist den Tower natürlich. haben sie. Das ist. Ja, war mein Missplay. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall Quicksilver Sash. Jetzt bin ich etwas tanky. Auf einen Garen und Free Feed für ihn. Oh mein Gott. Das war natürlich richtig sterb. Und jetzt flamet er wieder rum. Oh mein Gott. Das ist natürlich eines der schlechtesten Spielerbeispiele, die man abliefern kann. Jetzt rumzuheulen wie verrückt, weil man den Teamkampf, den man auf einmal solo weiterführt, nicht gewinnen kann. Genau. So. Also unsere Leona gibt hier schon mal ganz gute Tipps, die man auch gut einhalten kann und sollte. Hui! Ey, super, also unsere Leona, auch wenn sie Fulltank ist, genial. Ja, ich brauche auf jeden Fall Magieresi. Ich kaufe mir ein Stück Magieresistenz. La 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 la. Ja, ich komme jetzt mit Mitte. Bin gerade Gott sei Dank noch entkommen. So. Also ich verteidige mal Mitte. Ich habe jetzt so, boah, könnte sagen, genug fürs Erste. Hier kommt wieder eine Trap hin. Die Leona, die Leblanc will da immer gern mal reinkommen. So, einmal zack, einmal zack. Ah, der Wolibär wird gleich gefressen, wenn er nicht aufpasst. Nein, doch nicht. Okay, hat Glück. Jinx kommt, läuft hinter dir her, also Vorsicht. Kommt zwar mit hoch, aber. Yep. Hab sie verjagt. Ah, verdammt. Ja, also ich diene als eine kleine Schutzschild jetzt gerade. Weil meine Ulti, die ist doch zu fürchten in dem Kampf.
Also das war jetzt genial, super. Ich werde mich jetzt wieder etwas zurückhalten. Ich muss gucken, ich muss die Bewegungen abpassen. Wie springt die? Und hoffe, dass ich überlebe. Jawohl, habe überlebt. Wir haben einen Ass bekommen, das ist sehr gut. So, und dann werde ich mal versuchen, mir ein bisschen hochzurecken hier. So, perfekt. Haben wir. Perfekt, wunderbar. Das war gerade ein guter Escape von mir, muss ich sagen, persönlich. Schulterklopfer von der Leblanc. Ich hätte zwar ihre eh dodgen können oder müssen, aber ich habe mich da mit meinem Netz noch wegkatapultieren können. Von daher nehme ich das mal so hin, wie es passiert ist. Positioning war hier wieder wichtig. Ich stand hinten. Gut, die Morgana hat mich mit einem Binding getroffen. Wichtige war, das Gegnerteam ist weggerannt. Woniberg und unsere Sejuani konnten gut pressuren mit unserer Leona. So konnte ich den Garen mit meiner Ulti noch killen und noch zwei und andere Kills mit meinen Auto-Attacks und mit meiner Q machen. Wunderbar. So, dann werde ich mal backgehen und mir noch ein bisschen was einkaufen. Ja, Dito, ich habe dir mittlerweile auch so schön Farm bekommen. So, einmal das hier. And stop taking kills, please. Okay. Ah, ich verstehe, auf was das Set raus möchte. Der möchte Kills. So, jetzt werde ich das hier Numero 2. Ja, ich habe es auch schon ein bisschen Magieresi getankt. So, den Farm kann Wuli gern haben. Der braucht ein bisschen was. Werde dann mal mich hier auf die Midlane begeben. Set kann da oben selber verteidigen, denke ich. Komm da mal zu euch runter. Und dann. So. Gut, wir haben keine Ward bei Baron. Baron sollten sie aber theoretisch auch nicht machen. So. Das ist jetzt nur eine Trap. Eigentlich sind wir gerade echt gut dabei, eine Trap zu stellen. Vor allem mit Woli, mit dir und mit Leona. Wenn Woli reinrennt auf die Leblanc vielleicht und ich ganz schön hinten stehe, da ist ein Shaco. Ja, den hätte ich gern. Ja, den hätten wir eigentlich in meine Traps reinlaufen lassen sollen, Digga. Achso, okay, ja. Nächstes Mal. Wir können theoretisch hinter meinen Traps stehen. Ah, lohnt sich immer, auf jeden Fall. So. Der wurde gecatcht. Wenn wir Schaden machen könnten, ich hätte Ulti, aber klar. Ach nö. Er hat wahrscheinlich einen Disconnect. Ja, also das hoffe ich. Ja, jetzt müssen wir eh verteidigen, also alle back. Ja, ich werde mir einen Blue Buff machen. Ich werde da geschwind noch einmal reinpushen, während ich. So. Und jetzt müssen wir Mitte. Die konzentrieren sich voll auf die Mitte. Ja. So. Ne, Leblanc an mir. Einmal hier bitte. Oh, fuck, die haben sich auf mich konzentriert. Aber das ist die Aufgabe von einem Tanky Jungle, dass, die ganzen Gegner sich auf mich konzentrieren, weil sie Angst vor mir haben. So, ihr habt gerade gesehen, Jinx und ich haben uns ein Battle geliefert. Jinx ist ein Carry, der gegen im 1v1 sehr stark ist, obwohl er nur 5 Kills hat. Ja, wollte ich gerade nur mal so anmerken. Er hatte. Die macht gut Damage. Definitiv. Gerade durch ihre E. Hätte ich dodgen können, aber ich weiß, ich mache genug Damage.
Vor allem, wenn ich mit Autotex kritte und mit meinem Headshot auf jeden Fall nochmal einen guten Schaden raushau. So, ich habe flinken Krummsäbel ready. Also kann ich... Ja, wir werden den Inhibitor nehmen. Ihr habt noch 7 Sekunden. 6, dann ist der erste wieder belebt. 10, dann ist der zweite und 15, dann sind alle. Ja. Erste ist wieder belebt. Ja, und jetzt den Top Tower, das wäre nicht schlecht. Wenn ihr das noch schaffen könntet. Ja, wir werden es auf jeden Fall tryen. Okay, jetzt sind alle wieder belebt. Vorsicht. Schnelle Schüsse und dann habt ihr es. 5 Sekunden solltet ihr back sein. 4, 3, 2, 1. Gut, perfekt. Ihr kommt, ihr könnt entkommen. Ja. Das ist perfektes Timing. So, ich mache mir einen Red Buff. So, der Set ist gerade ein bisschen... Ja, hat noch dodgen können. Läuft hier erstmal eine schöne Falle von mir. Ist drüben. Perfekt. Ja, das war ein nice Play von ihm. Muss ich ihm lassen. Akzeptiere ich voll und ganz. Unser Red Buff ist weg. Ja, ja, die fangen mittlerweile an, bei uns ein bisschen zu klauen. So, wir sind gut unterwegs. Dann werde ich auch noch hier mal mit unserem Bullybär joinen. Ich werde mich dann noch im Hintergrund halten ein bisschen. Ja, ich farm einfach mal wieder im Dschungel. Oh ja, die geht, LeBlanc geht gerade auf den... Ja, dann wartet da mal, dann wartet. Naja, Vorsicht, die wartet nur. Werde ich jetzt auch tun. Ne, die machen die Baron. Geht drauf, Ulti. Du tankst. Ja, ja, keine Sorge. Ich mach genug Damage. So. Good job. Lol. Du warst. Ja, mit meinem letzten Auto-Attack wahrscheinlich. Wir haben Baron gemacht. Also ihr habt keine Ulti, das wird schwer, mir euch irgendwie... Ja, ich werde mal zum Red Buff gucken, zum Gegner Red Buff. Wir haben jetzt keine, nicht direkt Ward Coverage. Ich werde trotzdem mir hier noch eine Ward hinpacken, hier unten. Die Leone hat auch eine gute Ahnung, wie sie die Wards zu pflanzen hat. Akzeptiere ich, finde ich gut. Also ich kaufe jetzt wieder ein, ich habe 2000 Gold, das ist genial. Ah, unser Red ist da. Brauchst du Red? Kannst eventuell stehen lassen. Okay. Vielleicht für Set oder so. Okay. Kannst fragen einfach mal, ob er einen Red Buff möchte, weil ich habe mir gerade einen gemacht. Bis jetzt hat er zwar jedes Mal gesagt, ach nö, du kannst ihn nehmen. Auch wenn das Set nicht schlecht ist, ich habe bei ihm das Gefühl, er würde am liebsten mehr Kills haben, am liebsten die meisten vom gesamten Team. Ja, definitiv. Angry. So, die LeBlanc will mich wahrscheinlich fokussen. Badabum! Das war eine nice Ulti. War eine nice Ulti, du hast meine Ulti durchkommen lassen. Wunderbar, wir haben dem Haupttarget Damage gemacht, perfekt. So. Der Inhibitor ist bald wieder da, das heißt, wir sollten ein bisschen mehr Druck machen. Die Damage-Dealer von ihnen sind weg. Das können wir nutzen. Genau. Darauf ist immer zu achten, wenn man so schön Druck machen möchte. Die Damage-Dealer sollen weg, weil die Tanks, so wie ich ihn spiele jetzt als Jungler, können so gut wie keinen Schaden machen. Gut, die Leona will da unten noch. Ja, okay, komm, wieso nicht? Ich tanke. Ah, Leona tankt, okay. Ich halte euch den Rest vom Leib, so gut es geht. Ja, seht ihr, so macht man das.
So, gerade drüber geflasht, dass unser Garen mich nicht mehr erreichen konnte mit seiner Ulti, dass ich out of range war, also tot war, konnte ich dann wunderbar nochmal den. Fuck you. Lol. So. Also, dass ich jetzt so viele Kills mache, dass Nicht du, also ich hab die LeBlanc gerade so, LeBlanc, fuck you. Ich hab mich nicht gekriegt, finde ich akzeptabel. So. Der Wollibär sollte mal was machen. Ja, und jetzt kann man sagen, GG. Blade Leo. Leon hat wirklich wunderbar gespielt. Die hat wirklich einen super, 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 super Support hingelegt. Und ja, Freunde, da ist mir doch tatsächlich noch die Aufnahme direkt nach dem Game abgeschmiert. Bin ich froh, dass es nicht während dem Game passiert ist. Und was ich noch sagen wollte, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was zeigen, ein paar Tipps geben. Ich hoffe, ihr hattet noch ein bisschen Einblick in das Spiel von einem AD Carry. Ihr habt gesehen, ich war sehr zufrieden, oder ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf von dem Spiel. Meine Leona hat einen super Job gemacht. Und ja, wenn ihr Bock habt oder irgendwelche Fragen habt, dann lasst es mich einfach wissen. Schreibt einen Kommentar da. Schreibt einen Kommentar da vor allem, genau. Schreibt einen Kommentar, lasst ein Abo da. Oder ja, teilt das Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und so weiter und so fort. Und dann würde ich sogar sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Sei es Guild Wars 2, sei es League of Legends oder sogar ein ganz neues Projekt. Wer weiß, ich habe da schon eine kleine Idee. Also dann, bis dahin, Freunde. Ciao.